Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 95 gelandet und ihr seht auch die erste Mod schon vor uns. Das ist nämlich die Shuttle Card von Degelmann. Ein Überlader. So simpel ist es. Ich habe hier mal die ausgefallenste Reifenvariante gewählt. In dem Fall hier eine Zwillingsbereifung von Trelleborg. So, ich steige mal eine Runde ein, schmeiße das gute Röhrchen mir an, weil das ist ja im Prinzip das, worauf es ankommt. Hat einen etwas anderen Klappmechanismus, hat jetzt auch nichts, was man jetzt verstellen kann, sondern man kann nur in dem Winkel halt das Ganze abgeben. Und ja, im Prinzip ist es das, ne? So simpel ist das Ganze. Einfach, simpel, Überladewagen, ne? Optisch, ja, so ein bisschen auf älter gemacht, dementsprechend mit den Nietengeschichten und sowas hier. Finde ich dementsprechend aber trotzdem gelungen. So, ich werde mal hier eine Runde dran vorbeiflitzen und seinen Kollegen dementsprechend nochmal ranholen. Die technischen Daten kommen gleich sofort. Auch hier haben wir dementsprechend eine Zwillingsbereifung dementsprechend drauf. Und das ist ein Demco und zwar auch ein Überladewagen. Heute haben wir mal zwei Überladewagen am Start. Auch hier das Rohr kommt diesmal von der Seite. Auch eine andere Variante. Auch hier ist mit Arbeitslicht dementsprechend dran und sieht ein bisschen vom Aufbau auch anders aus. Also mal so ein bisschen andere Techniken, ne, gegenüber denen, die wir sonst haben. So, fügt sich aber schön an der Seite an und klappt sich nicht davor zusammen, weil das nämlich eine Leiter zum Hochklettern und Reingucken. So simpel ist es. So, ja, so schnell geht's. Ich zeige euch die beiden gleich mal hier drin im Shop. Da sollten wir hingehen. Überladewagen sollten wir nehmen. Da haben wir es. Der Degelmann ist drin mit 34.000 Liter für 60.000. Im Verhältnis gesehen, vom Preisgefüge her, wenn man so guckt, liegt er mit 34.000 und 60, ne, schon so im Rahmen, sag ich mal so. Der Demco mit 47.000, mit 31.000 Liter ist im Verhältnis gesehen sogar ziemlich günstig. Wenn man das hier mit den anderen mal vergleicht, hier 30.000 Liter, 59.000, ist er mit 47.000 natürlich sehr günstig mit dabei. Hier haben wir keinerlei Möglichkeiten. Das ist eine Demco 850, wie ihr dementsprechend seht. Und hier haben wir noch die Reifenoptionen. Wie ihr hier seht, die können wir Breitreifen und Zwillingsreifen. Das kann man hier dementsprechend einstellen. Selbst Michelin-Reifen können wir aufziehen, wenn wir wollen. Das gibt es noch als Möglichkeit bei dem Degelmann. So, ja, da haben wir die beiden schon. Ich hüpfe mal hier weiter durch. Wo sind wir gelandet? Hier sind wir gelandet. Und zwar bei den Sachen von Hauer. Ja, es sind zwei Mods in dem Sinne. Einmal die Schaufel, die ihr hier vorne vorseht. Ne? Die kann ich natürlich bewegen, klappen. So sieht man es besser. Ne? Öffnen funktioniert einwandfrei. Und das ist eine Mod. Und die andere Mod sind die beiden Frontlader. Ich versuche es mal so ein bisschen nebeneinander hier zu stellen. Da sieht man auch schon. Erstmal mache ich die ab. Nein. Fahre ein Stückchen zurück. Sollte die Stückchen weiter vorne ablegen. So, da seht ihr, das hier ist die etwas kleinere Variante. Dahinter ist es die größere Variante. Zu vergleichen mit den Frontladern von Stoldeken, die gibt es ja in 30 und 60. Hier sind die Typenbezeichnungen ein kleines bisschen anders, aber das zeige ich euch dementsprechend jetzt auch sofort. Wollen wir gar nicht erst, ich steig mal erst aus. So, wir gehen hier auf die Frontlader-Variante, da sind wir schon. So. Und da seht ihr einmal hier, das sind die beiden Frontladereinheiten. Ne? Hier seht ihr auch die PS-Größen. Also die große, die 190er, ist echt für die großen Jungs gedacht. Das ist also so eine Variante, die sich mit den Stoll ergänzt, je nachdem, was man dann für PS-Zahlen dann hat. Ne? So muss man es ja sehen. Und ja, die gute Gabelzange, die so ziemlich alles aufnimmt und halt für die beiden hier ist, mit 1500 Liter Inhalt. Hier kann man auch sonst nichts ändern. Das sind die Hauer Farben, wie man sieht, und es sind auch keine Einstellungen sowas machbar. Genau wie bei denen hier auch. Hier sieht man einfach nur sehr schön und detailliert gemacht. Da sieht man hier schon mit den Hebelgeschichten und sowas. Ne? Also finde ich echt toll gemacht. Und spiegelt sich natürlich jetzt auch hier wieder, wenn man auf die Details guckt. Ne? Schöne, super Geschichte. So, dann kommen wir zu diesem hier. Nein, kommen wir nicht. Der ist nämlich nur das Beispiel.
Denn die Mod ist das gute Stück, was hier hintersteht. Ja, der Unterschied ist schon zu sehen. Man kann hier den schönen Bullenfänger vorne vorklemmen. Man hat eine Farbwahl, weil bei dem Original MAN sind wir ja nur bei, ne, bei dem Rot. Hier habe ich jetzt auch mal ein freundliches Oliv gewählt. Und damit ihr den Unterschied mal seht, das hier ist das, die Original-Sitzvariante für den Kran, wo wir drin sitzen. Und das hier ist bei der Mod. Da haben wir halt so eine richtig geschlossene Kabine, in der wir sitzen. Die hier also ein bisschen mehr wettertauglich sozusagen. Ne? Sonst der Kran an sich ist das gleiche. Nur die Kabine dementsprechend, die sitzt da etwas anders dran. Und ist halt auch eine andere Kabine. Deswegen auch die Mod. Finde ich sehr gelungen, muss ich sagen. Hier seht ihr uns ja in dem drinnen sitzen. Ups, da habe ich schon viel zu weit gesprungen. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Und hier seht ihr uns in der anderen Variante sitzen. Wenn wir hier natürlich auf Dings schalten, sehen wir hier die Innenausstattung ganz normal. Ne? Was wir lichtmäßig halt so kennen, sag ich mal so. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Ne? Also, Farbwahl ist dazugekommen. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal im Shop. Das finden wir dann unter Forstgeräte. Das Bild an sich sieht gleich aus, wenn man es sieht. Bin ich jetzt blind? Nein, da. Ne? Das ist der eine, das ist die andere Variante, der andere Kranaufsatz. Der Preis ist auch das gleiche. Man kann halt wählen, ob man diese den Bullenfänger sozusagen da vorne vorhaben will. Und man kann die Farben der Felge wie auch von den von der Hauptfarbe dementsprechend wechseln und man hat mit knapp 100 PS mehr dementsprechend am Start. Ja, finde ich schon sehr gelungen, auch eine sehr schöne Geschichte. Wir marschieren noch mal eine Runde weiter hier und da sehen wir schon, wir haben ein Chevy Silverado dementsprechend am Start, ne? 30er Serie, finde ich optisch sehr gelungen. Ne, auch Formen, Farben, alles was dazugehört. Ich steige dementsprechend mal mit ein. Wenn man hier die Lichtvariante sieht, dann geht auch alles dementsprechend an. Schön die Seitenteile, Rückleuchten sind alles voll da. Und man hat trotzdem noch vorne die beiden Scheinwerfer unten drunter, die auch dementsprechend anspringen. Man kann hier auch schön mit dem Kreis fahren. Ihr seht da auch den Aufnehmer in der Mitte drin. Ne, für Viehtransportgeschichten zum Teil gibt es das ja dementsprechend. Ne? Hier steht das gute Stück. Man kann das Ganze auch aufklappen. Ihr seht, dass man hinten die Ladefläche runter machen kann. Und man kann auch Spanngurte anbringen, wenn man hinten trotz alledem was drin transportieren will. Eierkästen, was weiß ich zum Beispiel. Ne? Funktioniert auf jeden Fall. So, gut. ich würde sagen, wir kommen mal hier rüber zum nächsten Teil. Zwei habe ich auf jeden Fall noch. Wir sehen schon, ich fange gleich mal an. Es ist ein Class-Set, was wir hier haben. Wir sehen, hier ist der gute V750, ne? nicht neu, sondern mehr ein bisschen auf älterlich gemacht, das ist aber auch kein Problem. Das gleiche haben wir mit dem 900er hier dementsprechend auch. Der ist auch auf einen schönen Schneidwerkswagen, wie ihr seht, auch mit Rundumbeleuchtung und sowas, schön in Glasfarben. Ja, und da kommen wir zum eigentlichen Hauptstück mit den Lexion 670. Ja, das Ganze ist ein Pack. Ich habe jetzt einfach mal hier das Glasschild dran gemacht. Man kann das Ganze nummerieren, man kann das mit Fähnchen kriegen, man kann das ohne Fähnchen kriegen. Und wir haben zusätzlich natürlich auch noch das Maisgebiss hier vorne vor. Das dementsprechend seht ihr jetzt gleich auch einmal ausgeklappt. Ich werde das Ganze mal vorne auseinanderfalten. So. Da seht ihr es einmal in voller Aktion und wir werden natürlich auch einmal den Drescher aufklappen. Auch der klappt sich schön und faltet sich schön auseinander. Wunderprächtig. Ja, damit sind wir beim 670er. Ja, er kostet im Shop 310.000, das kann ich schon mal sagen, und hat einen Tank von 11.000 Liter. Passt also preis-leistungsmäßig. Ich steige jetzt mal eine Runde aus, dann könnt ihr nochmal drauf gucken. Ne, passt preis-leistungsmäßig genau ins Gefüge sozusagen, ne? Weil wir gucken im Shop, das ist immer das Einfachste. Ich glaube, ich fange mit dem Zubehör aber trotzdem an. Wir haben hier einmal den Maispflücker, da sehen wir es, das ist der Cornspeed 875 FC mit 8 Metern Arbeitsbreite, speziell für den 670, ist auch wie gesagt alles eine einzige Mod, ist alles zusammen in einem Paket. Wir haben die beiden Schneidwerke hier auch drin.
31.000, 37.000, auch beides für ne, das Gerät speziell auch vernünftig beschriftet, 7 Meter und 9 Meter Arbeitsbreite. Und wir haben auch hier ganz hinten, ne, TAM Leguan 30 ist es dann im Endeffekt, aber dann in der Mod-Variante in der Lackierung von Glas. Und dann halt zusätzlich den Mähdrescher. Und da seht ihr 310.000 bei 11.000 Liter, 449 PS. Wenn wir sonst andere 300.000 angucken, da sehen wir 10.500 Liter, ne? 10.000 Liter. Liegt alles so in dem Bereich. Unser Kollege ist mit 11.000 halt ein kleines bisschen höher und hat auch ein kleines bisschen mehr PS. Deswegen ist auch der kleine, etwas höhere Preis dementsprechend gerechtfertigt. Also finde ich schon sehr gelungen und auch preislich schön mit ins Gefüge gebracht, sodass er jetzt irgendwie nicht hier raussteht und sagt, ah, das passt ja gar nicht dazwischen. Also schönes Ding, was hier noch sozusagen zwischenarbeitet. Ne? Noch eine Kapazität mehr bietet. So, gut, ja, das gute Stück haben wir dementsprechend auch. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Sache, die steht aber ein bisschen extra, nämlich hier irgendwo, und da seht ihr es auch schon. Steigen wir aus, das sind Lager. Genau. Lager, sagt ihr jetzt, warum denn Lager? Ja, das sind Lager für Saatgutgeschichten und all sowas in der Richtung. Sehen alle so ein kleines bisschen unterschiedlich aus. Ihr seht auch oben, wofür das Ganze ist. Ne? Bei denen jetzt sitzt dran, das sieht eher aus wie die Kalkvariante. Ne? Das wie die Düngervariante. Und das hier ist, glaube ich, die Saatgutversion. Das macht jetzt vielleicht, klar, man kann natürlich jetzt hingehen, Big Packs kaufen, die hier reinmachen und dann seine Maschinen hier auffüllen. Macht aber später Sinn, wenn wir dementsprechend tatsächlich mal auch in den Produktionsbereich dann kommen, dass die natürlich dann interessant werden, wenn man zum Beispiel Saatgut und Dünger selber herstellt. Ne? Macht also eindeutig was her. Wir gucken uns die ganzen noch einfach mal im Shop an. Die sind ganz normal unter Silos. Und dann seht ihr das Ganze hier auch, da fassen jeweils 80.000 Liter, 100.000 Liter, 90.000 Liter. Ne, Saatgut fast am wenigsten, kostet 30 am Tag. Ne? Und dann seht ihr die verschiedensten Varianten davon, alle mit der berühmten kleinen Leuchte obendrauf. So ein Lagersystem hatten wir ja schon mal, habe ich vor einigen Tagen ja schon mal eins vorgestellt, was jetzt für Früchte dementsprechend normal war. Ja, mit den Varianten kann man es natürlich jetzt erweitern. Und wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt momentan vielleicht noch nicht ganz so viel Sinn macht. Aber wenn wir erstmal in den Produktionsbereich kommen, machen natürlich solche Lager dann auch Sinn. Wenn man sonst denn nicht mit, wenn man sonst ein normales Lager hat und kein Universallager hat, wo man sonst seine Früchte und sowas drin lagert, ist natürlich sowas zur Ergänzung dann dementsprechend da. So, ja, ich würde sagen. Was heißt, ich würde es nicht nur sagen, ich würde sagen, das ist schon wieder das Ende, so simpel ist es. Ja, und so simpel ist es, sage ich auch schon tausendmal. Ich weiß, ne, aber es ist halt einfach so. Nein, also, wir haben es geschafft, wir sind durch. Ja, es sind einige Mods gewesen, einige auch im Kombo. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch das mit dem Kran und sowas, sehr gelungene Geschichte. Eine Alternative in etwas anderen Größen von Frontladern. Und wir haben einen schönen neuen Drescher mit drin, den 670 hier. Auch das finde ich sehr gelungen. Ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, weil das war es dann schon wieder. Wünsche euch viel Spaß bei meinen anderen Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen über ein Teilen oder ne? Ein Abo wäre natürlich auch klasse. Und dann würde ich sagen, bis morgen.